Thema Risotto. Was fällt dir bei dem Thema ein? Bei Risotto. Ja? Schönen Arborio Risotto. Also ja. Reis. Ja. Dann, was haben wir noch Schönes? Einen guten Schluck Weißwein, ein paar Schalotten. Ja, eine gute Gemüsebrühe. Und zum Schluss schön viel Parmesan. Ja. Und schön viel Butter. Also und das Ganze schön, wie sagt man so schön, schlotzig. Du kannst ja so ziemlich alles davon jetzt abschminken. Ja? Wir fangen erstmal mit Reis an. Weil für dieses Risotto werde ich gar keinen Reis verwenden. Ach, ja. Ich werde dafür etwas weniger Kohlenhydrathaltiges nutzen. Nämlich, ich habe mir hier Sonnenblumenkerne genommen und die habe ich in Wasser eingeweicht. Siehst du, die sind ein bisschen aufgequollen. So ein bisschen aufgedämpft, ja, sind dadurch auch ein bisschen weicher, bleiben aber kernig. Und das ist für mich eine optimale Variante zum Reis, wenn man das als Mittagsgericht serviert. Weißt du, dass die Leute nicht diesen Mittagstief haben, diesen Suppenkoma, wie man das so sagt, weil hier hast du viel mehr Eiweiß drin und dadurch sättigt es und macht nicht müde. Also. Das ist ein Thema für Betriebsgastronomie, wie gemacht. Ansonsten mit den Schalotten bin ich akkord, die sind schon drin, die brate ich jetzt an. Also ein Energierisotto. Ein Energierisotto. Oh, das hört sich gut an. Ja, Energierisotto. Und dann, ihr habt aber auch eine Gesellschaft im Hintergrund, die die Nährwerte berechnet. Genau, ja. Genau. Und da kommt sofort ein Aufschrei, da ist zu viel Öl drin. Weil Sonnenblumenkerne, ölhaltig. Wie senken wir jetzt diese Energiequelle? Überrasch mich. Ja. Habt ihr eigentlich auch schon in manchen Rezepturen aus der Plant-Based-Linie? Das sind die Pepites. Das ist so wie Pasta, aber auf Linsenbasis. Also Kenn ich, ja. Ballaststoffe und Eiweiß. Und das kombiniert, hier guck mal, so schön, das wird auch farblich richtig gut funktionieren und hat beides ungefähr dieselbe Garzeit. Deswegen kannst du es alles für ein Risotto sehr gut verwenden. Ich mache das zu den Schalotten schon. Weißwein, wie ist es mit Kochen mit Alkohol bei euch? Geht es oder geht es nicht? Ja, es ist ein bisschen schwierig, ne? Mit Alkohol. Mhm. Du musst natürlich auch auf die Zusatzstoffe immer achten, auf die Allergien achten. Ja. Jetzt ist es ja auch so, dass bei Weißwein durch die Filterung, die Klärung von dem Wein quasi Fischeiweiß genommen wird. Oder halt auch tierisches Eiweiß. Das macht natürlich dann in der pflanzenorientierten Küche, kann das zum Problem werden. Deswegen verzichten wir eigentlich größtenteils auf Alkohol in der Betriebsverpflegung. Ja, verstehe ich vollkommen. Ja, das ist auch deklarationspflichtig, ne? Enthält Alkohol. Genau, ja, da sollte man schon drauf achten, auch auf so Kleinigkeiten. Ne? Auf jeden Fall, weil da sind oft so Überraschungen eingebaut. Genau. Auch bei Gewürzen zum Beispiel, ja. Also gerade bei Gewürzen musst du aufpassen. Wir hatten schon, es gibt ja auch verschiedene Currypasten. Ja? Wir kochen ja auch viel, so diese asiatische Küche. Und wie gesagt, bei den Currypasten muss man aufpassen, weil da in vielen Currypasten Krebse, also Krebs von der Krebsschale mit drin ist. Das ist natürlich auch nicht mehr vegan ist. Ne? Das ist so wie Austernsoße, ne? Genau, ja. Ja, Fischsoße. Ist in vielen asiatischen Gerichten, wo man denkt, die sind vegan, sind es aber nicht. Ja. Genau, wie gesagt, man muss da schon sehr in die Zutatenproduktive reingehen, ja, und sich auch mit der Materie dann dementsprechend auskennen. Ne? Maketa, kann ich dir was helfen? Ja, du kannst mir gleich helfen. Ich bin nämlich hier mit dem Risotto soweit schon gut unterwegs. Super. Ich lasse es jetzt garen, weil die Pepites, diese kleinen Linsennudeln, die werden dann auch für die Cremigkeit sorgen. Ja? Also wir haben jetzt gut Zeit, um ein Topping für Risotto zu machen. Weil Risotto selber auf dem Teller, das ist einfach nur ein Berg von Risotto. Genau. Und ich mag so ein bisschen knusprigen Topping. Du sagst auch immer, Crunch muss sein. Definitiv. Ja? Dann machen wir uns Crunch hier aus Kartoffeln. Beziehungsweise ich habe hier schon Kartoffelteig. Hier habe ich ein paar geriebene Zucchini. Ja, machen wir noch ein bisschen dazu. Ich habe ein bisschen Mais. Und jetzt für die Farbe gebe ich noch hier schwarzen Sesam dazu. Ah, nicht nur für die Farbe, weil das ist auch eine Quelle von Eiweiß.
Also Sesam ist auch sehr mineralstoffhaltig, also Magnesium ist da stark vertreten. Und jetzt verknete ich das. Was würde ich jetzt in einer nicht-vegane Küche machen? Ich würde ein Eigelb dazu geben. Definitiv. Ja, haben wir nicht. Was können wir stattdessen nehmen? Ja, um die Feuchtigkeit aufzufangen, genau, kannst du halt immer Kartoffelstärke oder Weißstärke, genau, Bingo, mit beifügen. Ne? Ja. Würdest du das machen für mich? Sehr das gerne. Wäre sehr nett. Ich glaube, ein Löffel. Dann machen wir erst einen. Ja, genau. Wird ausreichen. Ja, genau. So. Hast du da jetzt den Kartoffelteig gemacht oder bist du da auf ein High Convenience zurückgegriffen? Ich habe auf Convenience zurückgegriffen, weil das ist ja auch dieser Weg, was man in der Küche, in dem alltäglichen Leben nimmt. Also das ist so eine Allzweckwaffe eigentlich, auch ein Basic, ein Hack, was man hat, weil Kartoffeln schmecken jedem, die bräunen gut, die sind auch bekannt, die sind nicht teuer, die sind gut verfügbar. Also das ist ein Produkt, was sehr gerne für verschiedene Brätlinge genutzt wird. Ja, das ist so. Schöne, dass du wieder eine schöne Basis hast. Ne? Kannst auch wieder der Jahreszeit anpassen, kannst auch schöne Spinattaler machen. Ja, zum Beispiel. Ja, du kannst es kombinieren mit allem, mit Wirsing, mit Grünkohl, mit Pilzen. Ja, also ist wirklich toll. Und ich habe mir jetzt vorgestellt, so kleine Fritters, so kleine wie Nuggets, die man macht. Guck mal, ungefähr in der Größe. So drei schön. Stück pro Gericht. Alles klar. Ich gebe dir das jetzt rüber. Einfach so. Genau. Ich kümmere mich in der Zeit hier weiter um das Risotto. So, weil Risotto, du weißt ja, muss man ständig rühren. Ja, ich bin da so raffiniert, ich lasse dich arbeiten und rühre im Topf. Genau, du sagst einfach Bescheid und ich kipp dir dann die Brühe nach. Ja, ja, alles gut. Na, ich werde jetzt da noch ein bisschen Gemüse dazugeben. Das hat nicht so lange Garzeit, also Paprika und ein bisschen Brunoise. Das finde ich immer so nett, ein bisschen auch für die Optik, dass es wieder etwas bunter wird. Ja, ich denke, da entzerrt man auch so ein bisschen diese Kernigkeit dann vom Risotto, ne? Ja, und senkt schon wieder auch den Fettanteil. Genau, ja. Und die Ballaststoffe gehen hoch. So, wunderbar. Ich kann es schon etwas nachwürzen, wobei ich beachten muss, dass es noch ein bisschen reduziert. Mhm. Sehr gut. Aber die Pepites, die dürfen natürlich noch ein bisschen garen. Es gibt ja verschiedene Sorten. Die sind jetzt auf Linsenbasis, Pepites. Mhm. Ihr habt die in verschiedenen Rezepturen auch grün, auf Zucchini und grüne, genau, Erbsenbasis, ja, ja, oder auch Kichererbsenbasis. Ich finde es sehr gut. Das ist, weißt du, nicht jeder Produkt, was auf den Markt kommt, ist gleich sinnvoll. Aber hier finde ich das sehr schön, weil das ist auch die Möglichkeit, zum Beispiel Hülsenfrüchte an Kinder ranzubekommen. Definitiv. Weil die sortieren oft die Erbsen aus dem Gericht raus, aber das ist eigentlich Pasta, ja, Nudeln. Ja, oder du nimmst es als Einlage für eine Suppe. Und in dem Moment hast du de facto die gesunden Sachen drin und keiner merkt es. Ja. Genial. Die kommen schon so ein bisschen den Risoni ähnlich. Ja. Genau. Wobei Risoni natürlich wieder aus Weizen besteht. Mhm. Ja, und hier haben wir natürlich mit Kichererbsen oder Linsen natürlich auch schon wieder hochwertiger. Und du hast, ja, ein glutenfreies Produkt schon wieder. Genau, ja. Schau mal, wir haben hier nichts mit Gluten genutzt. Auch in dem Teig haben wir Kartoffelstärke. Richtig. Also haben wir wieder ein laktosefreies, glutenfreies Produkt. Überleg und damit, dir mal, ne, ja, was für eine Win-Win-Situation. Ne? Absolut. So, mal eins, merkst zwei. Du das auch bei euch? Ja, ja, immer mehr. Ja. Ja, ja. Immer mehr. Also wir müssen immer mehr drauf eingehen, ja, und versuchen natürlich dann unsere Speisen im Speiseplan so zu kombinieren, dass der Gast quasi auch immer eine Auswahlmöglichkeit hat. Ja. Ja, sei es bei den Beilagen, sei es bei den Hauptkomponenten, Gemüse. Ja, wir verzichten eigentlich auch viel auf Butter, nehmen nur hochwertige Öle. Mhm. Ja. Schauen immer zum Beispiel, dass wir auch mit Maisstärke oder Kartoffelstärke unsere Soßen, ja, abbinden. Ja, es ist immer mehr im Kommen und man muss natürlich auch Rücksicht drauf nehmen und dann natürlich auch bei der Kreation vom Speiseplan, das ist klar. Ne?
Ja, darauf muss man heutzutage wirklich sehr achten. Du möchtest keinen diskriminieren und derweil möchtest du das auch deinen Kollegen in der Küche so einfach wie möglich machen. Genau, ja. Deswegen, viele Restaurants, das ist mir auch schon aufgefallen, die gehen vom Thema vegetarisch komplett zurück auf Thema vegan und machen lieber alle Komponenten vegan und machen vielleicht einen Schluck Sahne hinterher, um die Sachen zu entveganisieren, aber nicht umgekehrt, weil es nicht geht. Genau, Ne? ja. Also wir schauen auch im Ansatz darauf, was können wir machen, wie können wir einem Kunden entgegenkommen an pflanzlichen Produkten, ja. Und dann kannst du immer noch mit einem guten Stück Ja, Fleisch, ja, wenn ja. jetzt hier jemand Lust hat, ein Stück Maispoulade, das ist ja auch völlig legitim, ja. Genau. Aber Die Basis ist vegan. so sieht's aus. Ja, genau, diese Baukastensystem finde ich sehr gut, weil damit machst du nichts falsch. Du nimmst alle mit, alle sind zufrieden und du als Koch, Genau. kannst du auch atmen dabei. Genau. Es fühlt sich jeder abgeholt, ja, und das ist immer das Wichtigste bei der Sache, ja. Man muss ja auch immer davon ausgehen, die Gäste sind auch so ein bisschen gehandicapt, weißt du? Die wollen sich auch nicht so outen, ja. Du hast da Ja. auch viele dabei, ja, aber du gibst dem Gast ja auch ein Stück Sicherheit Ja, dadurch, das ist so. Ja. ne? Und ich denke, das ist für die Gäste auch sehr wichtig, ja, dass es eine gewisse Normalität ist, ja. Schau, ich habe jetzt da auch ein bisschen von der Cashew-Sahne genutzt, um das sämig zu machen. Ein Nicht-Veganer würde da jetzt einen Parmesan einarbeiten oder würde da ein Stück Butter dazu geben. Das mache ich alles nicht. Ich habe jetzt schon ein schönes cremiges Risotto. Ich warte, bis die Fritters soweit sind und dann können wir schon wieder anrichten. Tipptopp, das geht Tipptopp. ja Ja, na klar geht es. blitzschnell bei Ja, dir. vegan ist ja auch Ich gebe mal nicht hier kompliziert. ein Ja. bisschen Stimmung auf die Platte. Ja. Guck mal, wie schön und stabil. Ja, das ist wichtig, dass du sie auch so vorbraten kannst, auch in großer Menge. Ja. Du kannst sie dann auch abkühlen lassen und vielleicht auf eine Grillplatte noch Eine im Frontcooking Acrylplatte nutzen. oder Ja, das vielleicht ist. mit ein kleines bisschen Kombidarm, für ein kleines bisschen Feuchtigkeit. Ja. Kannst du auch im Konvektomat super regenerieren, dann poppen die noch ein bisschen auf und bleiben trotzdem Ja, knusprig. Ne? genau. Ja. Make it stupid simple. So ist das. Ich würde es gerne jetzt in einen tiefen Teller anrichten, weil für Risotto ist das eine gute Alternative. Weil das ist, Definitiv. schau, ein bisschen cremig, das hat genug Flüssigkeit, ja, es ist nicht trocken, weil Risotto soll ja, sagt man so, schlonsig sein. Genau, aber das haben wir Schlonsig. hier. Das haben wir. Aber jetzt habe ich bei dir noch kein einziges Mal aus dem Töpfchen probiert. Ja, Ja, das ist. so. Und das werde ich nämlich jetzt gerade mal machen, bevor Hast du du anrichtest. So Angst vor meinen Kochkünsten? Niemals. Niemals. Aber es lacht mich schon die ganze Zeit an. Also. Schön, ne? Das ist so kernig, also die Sonnenblumenkerne. Finde ich nicht Ja, mal. das die Ich finde Pinien. Ja. dieses Aroma ist super. Ja. Und dann dieses mit dem Gemüse hast du ein bisschen knackig. Es ist nicht zu trocken. Es ist schön saftig. Ja. Und es ist ein ganz tolles Mundgefühl. Ja, Pinienkerne des armen Mannes, sagt man Genau. dazu. Aber das ist absolut ungerechtfertigt, weil Sonnenblumen, das ist die Pflanzen der Zukunft. Ja. Weil du kannst daraus auch wunderbare Eiweißalternativen machen. Also das, was wir heute hatten als Sojahack, kriegst du auch mittlerweile auch als Sonnenblumenhack. Hack. Ja, also das hat wirklich Zukunft. Das ist eine Pflanze, die sehr positiv besetzt Ja. ist, die sehr gesund ist. Sonnenblumenkerne sind Lieferanten von Magnesium und Zink. Wunderbar. Also damit machst du wirklich nichts falsch. Ich stehe eh total auf Kerne. Na. Alle. Guck mal, Farbe schön. Willst du noch ein Farbe bisschen schön. dunkler? Ja, diese wäre es schon. Die Farbe ist Ja, angenehm, die ja. Sehr. ja, genau. Okay. Dann kann ich schauen, womit wir es schön garnieren. Ich würde hier etwas Grünes nehmen. Wir haben hier ein bisschen Sellerie. Passt dazu. Wir haben es ja in der Brunoise schon mit dabei. Ein bisschen Petersilie. Wenn du mir jetzt noch die Fritters gibst, dann Guck mal, ich gebe es dir ist es rüber. eine Freude, mit dir zu Das arbeiten. freut mich sehr, Maketa. So. Das kann ich nur erwidern. Schau mal. Wunderbar. Ja.
Makeda, das sieht sensationell drauf. Da freue ich mich jetzt richtig drauf. Weißt du warum? Du hast diese kernige, leckere Risotto und hast diese krossen Frittata, die innen drin aber immer noch so total cremig sind. Mhm. Ich denke, das ist eine richtig geile Kombi. Super Kombi. Kommt.